Einstige Geständnis, Liam Payne wollte lieber andere Bandrolle. Zwischen 2010 und 2015 waren sie die Mädchenschwärme schlechthin, die Jungs der Boygroup ohne Direktion. Mittlerweile sind die fünf Musiker solo unterwegs. Vor allem Liam Payne, 24, ist akut hell mit seinen Songs wie Striptadoven oder dem Duett mit Rita Ora, 27, For You extrem erfolgreich. Mit seiner früheren Position als Quasselstrippen bei 1D wäre er heute aber ziemlich unzufrieden. Denn jetzt verkündet er, eigentlich hätte Liam damals lieber eine andere Bandrolle eingenommen. In einem Interview in der Radio 1 Breakfast Show erzählte Liam, dass er sich eher als Redner der Gruppe gefühlt habe, ich war der Mann für den Job. Ich war der redselige Typ. Gefallen hat ihm diese Position jedoch bei weitem nicht immer. Neidische Blicke warf er in dieser Hinsicht nämlich öfters Zayn Malik, 25, zu, ich dachte, dass es manchmal schön wäre, zu sein, gab der Brite zu, er kam einfach rein und von ihm wurde nicht erwartet, dass er sonderlich viel sagt, wenn er nicht dazu aufgefordert wurde. Gab es bei den Boys etwa damals schon eine Art Rivalität? Bei den diesjährigen Brit Awards sind die Jungs nämlich nun tatsächlich Konkurrenten. Und auch ein drittes ehemaliges Bandmitglied, Harry Styles, 23, wurden alle für die Kategorie Britisches Künstlervideo des Jahres nominiert. Welche Bandrolle gefiel euch damals besser? Zayns Rolle, Liams Rolle?